Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein aufgebrauchtes Video für euch. Ja, ich weiß, letztens kam erst eins, aber ich habe schon wieder einiges aufgebraucht. Bei mir geht es immer so schnell. Ich weiß nicht, wieso ich so schnell Sachen verbrauche, obwohl ich das eigentlich nicht so schnell finde. Also ich empfinde das als nicht schnell. Aber ihr wahrscheinlich, ne? Ja. Ich weiß, meine Schwester sagt mir immer, wie kannst du nur so schnell so viele Sachen verbrauchen, weil sie wohl nicht so schnell Sachen verbraucht. Aber sie ist auch eine, sie benutzt immer dasselbe. Und ich probiere mich ja immer durch. Also ich habe ja früher auch immer nur dasselbe benutzt. Aber seitdem ich YouTube mache, teste ich mich auch durch, damit ich euch natürlich auch berichten kann, ne? Und schaue mir auch Videos an und kaufe mir auch Sachen, die mir von anderen YouTubern empfohlen werden. Also so easy, ne? Ich zeige euch das mal. Jetzt habe ich einen neuen Behälter. Hier, könnt ihr es sehen. Ja, das ist jetzt meine aufgebrauchte Box, damit das nicht so rumliegt, ne? Also, fangen wir direkt mal an. Als erstes habe ich hier die Balea Arztseife. Die benutze ich immer. Und die kostet 1,25 für 300 ml. Die finde ich gut für häufiges Händewaschen, für empfindliche Hände finde ich die sehr gut. Und kaufe ich immer wieder nach, wenn ich jetzt zum Beispiel auswärts essen bin oder unterwegs bin, benutze ich auch gerne mal zwischendurch eine andere Handseife, für die da ist. Aber die kann ich nicht jeden Tag benutzen, weil die halt meine Hände sehr reizt. Und ja, deswegen brauche ich so eine. Die ist nämlich besonders rückfettend, ideal für häufiges Händewaschen, parfümfrei und bakteriostastisch. Ja, also das ist meine Lieblingsseife, benutze ich gerne. Kaufe ich immer wieder nach und die reicht bei mir für circa einen Monat, ja. Weiter geht's mit Listerine. Diese hier, die ist übrigens diese Woche bei Rossmann im Angebot. Da muss ich noch hin, weil im Angebot kostet sie 2,99 und sonst kostet sie 3,45. Genau. Und ja, ich habe sie euch gezeigt. Da wusste ich nur in einem DM-Haul, glaube ich. Da wusste ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ja. Mittlerweile habe ich sie ja verbraucht, also aufgebraucht. Und ich fand am Anfang, fand ich die sehr intensiv, sehr stark. Aber man gewöhnt sich dran. Ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. So gut, dass ich sie mir nachkaufen werde. Und hier steht, dass man, also das ist die White. Für weißere Zähne in nur 2 Wochen. Also, man bekommt davon jetzt nicht weiße Zähne. Das nicht. Aber ich habe schon einen Unterschied gemerkt. Ich habe jetzt keine Fotos gemacht, aber ich habe einen Unterschied gemerkt, dass meine Zähne einen Ton heller geworden sind. Also wirklich nur ein bisschen, aber ich habe den Effekt gemerkt. Und das finde ich gut, dass man wirklich weißere Zähne davon bekommt, weil das stimmt wirklich. Und ich fand sie auch sonst angenehm, wie gesagt, anfangs sehr stark, aber nachher ging es. Und ich fand sie gut, ich würde sie mir definitiv nachkaufen. So, weiter geht's mit diesem Fructis Kraftzuwachs Shampoo. Dazu sage ich jetzt mal nichts, weil dazu habe ich eine Review gemacht. Die Spülung ist wieder halb voll. Ich werde sie wahrscheinlich so entsorgen, weil irgendwie ist das Shampoo leer und die Spülung ist bis hier. Und was soll ich mit der machen? Weil ich habe immer zu jedem Shampoo dieselbe Spülung. Ne? Also, letztens habe ich noch welche entsorgt, die ich vor einem Jahr hatte, die übrig geblieben sind. Weil, was soll ich mit halb voll Spülung machen? So. Also dazu gibt es eine Review. Verlinke ich euch auf dem i-Punkt. So wie in der Infobox. Da könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt. Gibt es zu allen Produkten eine ausführliche Review. Ja. So. Dann geht es weiter mit den Balea Reinigungstüchern Himbeertraum. Diese hier. Die habe ich gekauft. Auch noch eine zweite Packung, die ich benutze. Die habe ich in so einer Box gekauft. In so einer gelben Box. Immer so eine Sonderedition. Ich muss sagen, die sind sehr gut. Also der Himbeergeruch, das war so ein süßer Geruch, ging mir irgendwann auf die Nerven. Ich benutze ja jetzt die zweite Packung und da geht mir der Geruch tierisch auf die Nerven. Aber ich habe die nicht jeden Tag benutzt und die waren bis zum unten noch feucht gewesen. Also der letzte Tuch war nicht ausgetrocknet, der war trotzdem noch feucht gewesen. Man hat damit gut das Make-up runterbekommen, deswegen finde ich sie gut, nur der Geruch ging mir irgendwann auf den Sack. Ja, die gibt es nicht mehr, weil das ist eine Limited Edition. Ja. So, dann geht es weiter mit Glisco. Hier ist noch ein kleiner Rest. Das werde ich noch aufbrauchen. Aber ich wollte euch trotzdem noch was dazu sagen, weil das Ding will nicht leer gehen, Leute. Ich habe schon bestimmt ein Jahr. Ich habe das gerne benutzt für meine langen Haare. Damit konnte ich sie, also wenn
wenn ihr gewaschen habt im Handtuch, also wenn ihr das Handtuch abmacht, könnt ihr das auf eure Haare sprühen, dann sind sie leichter durchzukämmen. Jetzt für die kurzen Haare brauche ich das natürlich nicht mehr. Also ich habe noch eins davon. Ich glaube, ich werde das verschenken, weil ich brauche es für die kurzen Haare nicht. Für lange Haare finde ich das sehr gut, kann ich euch empfehlen. Es hält auch wirklich ein Jahr. Ja, ich wasche mir circa zweimal die Woche die Haare und dafür hat das fast ein Jahr gereicht. Und ich finde es gut. Ich kann es euch empfehlen für lange Haare. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, obwohl ich die kurzen Haare habe, benutze ich das jetzt auch, aber nur um das leer zu bekommen. Aber ich würde es mir jetzt für kurze Haare nicht nachkaufen, aber wenn ich lange Haare hätte, würde ich es mir definitiv nachkaufen, beziehungsweise habe ich es mir schon nachgekauft. Ja. So, dann geht es weiter mit der Kneipp Körperlotion Mandelblütenhautzart. Die fand ich sehr gut. Hier steht für sensible Haut, zieht schnell ein und die ist wirklich schnell eingezogen. Also der Geruch war gigantisch und sie ist auch schnell eingezogen. Also die fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Aber mir sind die Sachen von Kneipp zu teuer, deswegen bin ich da raus. Ja. Dann haben wir hier von Lavera ein sanftes Duschgel. Und zwar ist das mit Bio-Mandelmilch und Bio-Honig. So, also das war... Der Geruch, der ist so intensiv. Also ich finde den Geruch Hammer. Aber die Konsistenz war mehr so durchsichtig. Ich dachte, die wäre so milchig, die Konsistenz. Aber sie war halt durchsichtig. Aber war jetzt nicht so schlimm. Aber der Geruch war Hammer. Für Winter perfekt. Also für Winter ist der immer liebig, so Gerüche. Ich fand's gut. Doch, ob ich es mir nachkaufen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand es doch sehr gut. Und das kann ich auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen, ja. So, dann geht's weiter mit leider einem enttäuschenden Produkt. Und zwar mit Sensodyne Pro Schmelz. Das ist jetzt die grüne, die jetzt wohl auch in blau, also dieselbe in blau. Ich habe die grüne genommen. Und hier steht für... Auf jeden Fall das für empfindliche... Sensodyne ist ja für empfindliche Zähne. Und ich dachte, das wäre wenn man kalte Speisen, also wenn man in Eis reinbeißt oder wenn man in heiße Speisen, dass das hilft. Das hilft gar nichts, die bringt rein gar nichts, die Zahnpasta. Und ich bin wirklich sehr enttäuscht, weil ich dachte, es bringt was. Aber meine Zähne sind nach wie vor empfindlich und das geht nicht. Deswegen fand ich sie ein Flop-Produkt, muss ich leider sagen. Ich habe jetzt die andere von Sensodyne. Repair and Care, genau, weil ich die einmal so gut fand, habe ich die mir wieder nachgekauft. Momentan finde ich die auch nicht so gut, aber vielleicht, ich habe die erst ein paar Mal benutzt. Vielleicht muss ich die öfter benutzen, damit es wirkt. Aber die hat bis zum Schluss nicht geholfen, deswegen leider ein Flop-Produkt und kann ich euch auch nicht empfehlen. Für empfindliche Zähne nicht empfehlen, genau. So. Dann geht es weiter mit Isana Young Augen Make-up Entferner und Waschgel. Das hier. Hier sind 150 ml drin. Ich habe ewig lange gebraucht, um das aufzubrauchen. Ich wollte mal wieder was Neues benutzen, aber das wollte nicht leer gehen. Und ja, der Geruch war auch angenehm, sehr leicht und dezent, aber ging mir irgendwann auch auf die Nerven. Und halt normales Waschgel. Augen Make-up Entferner. Weiß ich jetzt nicht, weil ich habe mir. Als ich mich abgeschminkt habe, habe ich dann mein Gesicht gewaschen und die Augen dann mit. Also, Kinder, kann ich euch jetzt nichts zu sagen. Weiß ich nicht mehr. Aber zu welchem Produkt ich euch was sagen kann, ist das hier. Das ist die L'Oreal Revitalift Magic Blur Anti-Falten-Feuchtigkeitspflege optischer Sofortretuschierer. So. Die wollte ich zuerst, die ist ab für Frauen ab 40, die wollte ich zuerst meiner Mutter schenken, aber sie wollte sie nicht haben. Hat sie Pech gehabt. Dann habe ich sie benutzt, weil ihr habt mir ja gesagt, ich kann, also wenn ich jetzt auch Cremes über 40 benutze, passiert nichts. Da kann ja nichts passieren und kann man auch benutzen, ne? Jetzt nicht, dass ich mir die kaufen wollen würde. Ich hatte die, glaube ich, in irgendeiner Box gehabt oder so. Also ich habe sie mir nicht gekauft. Und hier der Geruch ist okay. Was mich jetzt genervt hat, also ich würde sie mir definitiv nicht nachkaufen, ich kann sie euch auch nicht empfehlen, also wenn ihr um die 30 seid, kann ich sie euch nicht empfehlen, für ab 40 weiß ich nicht. Und zwar habe ich mich so eingecremt, das war so eine komische Konsistenz, so mousseartig. Und dann cremt man sich ein
war alles okay. Aber nach 15 Minuten oder sogar 15 Minuten oder noch drüber, wenn man dann hier so an die Haut kommt, dann hat sich die, kennt ihr das, die Creme so, hatte ich hier diese Fusel von der Creme. Die haben sich in den Augenbrauen angesammelt und auch hier so all diese Krümel, was ich total scheiße fand, weil es kann doch nicht sein, dass die Creme muss einziehen, damit man sich schminken kann und nicht, dass ich erstmal noch hier so die Krümel vom Gesicht abfischen muss. Also das ging gar nicht, deswegen ist sie bei mir durchgefallen. Ich weiß allerdings nicht, ob es auch bei Frauen ab 40 so ist oder ob es bei mir liegt, weil ich jünger bin. Kann ich euch nicht sagen, aber das war wirklich von Anfang bis Ende dieser Fall bei dieser Creme und das hat mich genervt und auch gestört, ja. So, dann geht's weiter und zwar habe ich hier die Nivea Cellular Perfect Skin korrigierende Augenpflege, diese hier. Die ist auch mittlerweile leer. Dazu habe ich auch übrigens eine Review gedreht, die verlinke ich euch hier oben auf dem i-Punkt. Schaut vorbei, könnte interessant sein für den einen oder anderen. So, kommen wir zum letzten Produkt und zwar ist es die Body Lotion, diese hier. Und zwar war ich ja mit meiner Schwester in Polen gewesen und sie hatte diese Body Lotion mit. Ich hatte auch eine, aber ich hatte nur so eine kleine Packung. Und ja, die ist halt ziemlich schnell leer gegangen und dann durfte ich ihre mit benutzen. Und dann hat sie mir die geschenkt, weil ich die so, so gut fand. Da waren halt nicht mehr später viel drin, weil hier sind auch nur 200 ml drin. Obwohl, ich hatte auch eine Body Lotion, ich glaube auch mit 200 ml. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich auch eine mit. Und ich muss sagen, ich fand die sehr gut. Der Geruch war mega. Der ist so... Ich weiß nicht, ob jeder den mag, aber ich fand ihn cool. Also, man konnte, es war so eine Bodybutter, man konnte die leicht auf dem Körper verteilen. Sie ist ziemlich schnell eingezogen. Der Geruch war super. Ich fand sie gut. Also, ich fand sie sehr, sehr gut. Ich weiß allerdings nicht, wo man die kaufen kann. Bestimmt bei Douglas. Bestimmt ist es so eine teure. Anatomicals. Ja, also ich fand die sehr gut. Also kann ich euch empfehlen, wenn ihr die zu Hause habt oder euch kaufen wollt, kauft sie euch. Also, ja, weil ich fand die echt so, so gut. Ja. Ja. Und das war's. Das war mein Aufgebraucht-Video. Lasst mir gerne Feedback zu diesem Video da. Und ja, wollt ihr mehr Aufgebraucht-Videos? Dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!